Ein Aussteller, der sich entscheidet, an einer Messe teilzunehmen, gerät mit der Entscheidung sofort in eine gewisse Stresssituation. Wir möchten mit unserer Plattform einfach diesen Stress mildern, damit der Aussteller im Vorfeld möglichst alle Dinge regeln kann, die zu regeln sind, um dann einfach hier ganz bequem und erfolgreich seine Messeteilnahme durchzuführen. Das OOS, wie wir es nennen, der Online-Order-Shop, ist ein System, was der Aussteller bei uns dazu nutzt, seine Standausstattung zu bestellen. Der Shop bietet ihm die Möglichkeit, alle Serviceleistungen, angefangen von Tickets über Strom- und Wasseranschluss, aber auch bis zum Catering und Bewachung, zu bestellen. Und wir versuchen natürlich, ihn dabei bestmöglich zu unterstützen, es möglichst einfach zu tun. Wir bauen darauf, dass er mit gewissen Vorkenntnissen vielleicht aus dem privaten Umfeld kommt und Shops wie Amazon und so weiter kennt und dieses Wissen dann hier gewinnbringend einsetzen kann, wenn er diesen Shop bedient. Jeder dieser Dienstleister hat natürlich hier einen enormen Vorteil. Er kann seine Produkte über das Produkt Content Management System, also über das PCM oder PIM-System im Commerce auf den Marktplatz seine Produkte einstellen und sich als Dienstleister vorstellen. Das heißt, die Einstellung der Produkte findet ganz nach den Vorstellungen der Dienstleister statt. Natürlich im Framework, wie die Messe sich das vorstellt, wie das sein soll. Die Schnittstelle funktioniert sehr gut. Man erkennt auch das Potenzial, nämlich dass auch man Arbeit einsparen kann und dass man dem Kunden auch einen konsistenten Bestand der Leistungen zeigt, die er bestellt hat. Das war in der Vergangenheit leider nicht so. Wir haben immer nur das gesehen im Shop, was der Kunde über den Shop bestellt hat, aber nie das, was er mit dem Dienstleister ausgemacht hat. Das können wir jetzt verbessern, indem uns der Dienstleister die entsprechenden Ergänzungen zurückliefert. Ich stelle fest, ich brauche vielleicht noch 4 WLAN-Anschlüsse, ich brauche noch ein paar LAN-Kabel, ich brauche vielleicht sogar noch einen zweiten Kühlschrank mit Wasser, was das auch immer sein kann. Kann ich direkt über mein Tablet, über mein mobiles Gerät, was das nochmal ist, auf die Seite draufgehen, in diesen Bereich des Shops gehen und kann einfach schauen, auch nach Verfügbarkeit, welche Produkte sind eigentlich aktuell noch verfügbar und kann diese wirklich in Echtzeit buchen, sodass ich auch sicherstellen kann, dass ich meine Anschlüsse oder meine Steckdosen, was auch immer das sein kann, am selben Tag noch erhalte. Wir glauben fest daran, dass wir mit dieser Plattform eine Lösung gefunden haben, bei der wir von der Entwicklung profitieren können. Also die technische Entwicklung, gerade so im Bereich des User-Interface, die alle Entwicklungen mitmacht, die wir dann auch einsetzen können, ohne etwas dafür zu tun. Die Projektstruktur und das Projektvorgehen ist extrem wichtig. Man muss unbedingt darauf achten, dass entsprechend Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Vorgehensweise sollte agil sein und man sollte sich einen Partner suchen, bei dem die Chemie stimmt. Denn das ist das A und O in der Durchführung so eines Projektes.